Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video werden wir uns mal mit echten Jailbreaks beschäftigen. Ich habe mich dabei ein bisschen im Internet umgeschaut und habe auf einigen Seiten Jailbreaks entdeckt, die selbst für aktuelle iOS-Versionen wohl möglich sind. Ob das aber wirklich so stimmt oder ob uns hier irgendwas vorgegaukelt wird oder wir am Ende sogar abgezockt werden, das schauen wir uns in unserem heutigen Video an. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, Typ ist B. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber-Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto wie Unity, das ist unser Spiel. Lass uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, im letzten Video haben wir ja geschaut, dass selbst auf einem Gerät ohne Jailbreak bestimmte Manipulationen bei Apps möglich sind. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es gerne nochmal rein, ich verlinke euch das einfach da oben nochmal. Heute in dem Video wollen wir uns aber doch mal umschauen, was es aktuell für Jailbreaks am Markt gibt. Apple ist natürlich immer bestrebt, ein sicheres Betriebssystem zu bieten. Aus diesen Gründen sind wirklich echte Jailbreaks, die Sicherheitslücken in iOS ausnutzen, sehr, sehr selten geworden. Wenn wir da zurückschauen, das letzte echte Jailbreak-Toolkit, Uncover war es, glaube ich, liegt schon ungefähr 10 Jahre zurück. Seitdem gab es eigentlich keine wirklichen Jailbreaks mehr. Abgesehen von Checkmate, der auf einer Schwachstelle im Bootrom von iOS-Geräten basiert, gab es da nicht wirklich was Relevantes zu sehen. Die neueren Geräte haben auch diese Schwachstelle schon beseitigt, sodass hier nur ein Jailbreak mit einer echten Sicherheitslücke möglich ist. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass hier doch immer wieder mit Jailbreaks geworben wird, die selbst auf aktuellen iOS-Versionen möglich sind. Ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert und ich möchte euch da mal ein paar Sachen zeigen. Eine Seite, die uns bei Recherchen hierbei immer wieder auffällt, ist die Seite von Pangu 8. Pangu 8 hat damals mal wirklich einen echten Jailbreak rausgebracht, der auch ja, sehr gut war. Doch seit 10 Jahren ungefähr hat man von Pangu 8 eigentlich nichts Produktives mehr gehört. Wenn wir uns deren Seite mal anschauen, also ob das jetzt wirklich deren Seite ist, sei jetzt mal dahingestellt, sehen wir, dass die hier sowohl einen Jailbreak Store, nennen sie es hier, anbieten, als auch eine Übersicht bieten, was für Jailbreaks je sortiert nach iOS-Version oder auch unterschieden nach dem jeweiligen Gerät möglich sind. Ja, was mir hier gleich ins Auge sticht, ist die Begrifflichkeit iWatch, weil es gibt natürlich nur die Apple Watch. iWatch ist meistens so ein Plagiatpunkt, der im asiatischen Markt als Apple Watch Alternative angepriesen wird. Wir sehen auch den iPod Touch, Apple TV und auch den AirTag. iOS-Versionen werden hier gelistet von Version 18 bis runter Version 15 und wir werden uns jetzt da mal umschauen, was hier tatsächlich für angebliche Jailbreaks angeboten werden. Beginnen wir doch wirklich mal mit dem aktuellsten iOS 18. Ich nehme jetzt mal den glatten Eintrag iOS 18 und wir schauen uns hier einfach mal durch, was angeboten wird. Ja, der erste Jailbreak, der hier gelistet wird, ist Redensa. Wenn wir mal schauen, was hier geschrieben wird, Redensa kann man als ersten und besten iOS 18 Jailbreak bezeichnen. Es ist eine neue Lösung, welche für iOS 17 eingeführt wird und zusammen mit der iTerminal App kommt. Man kann hier verschiedenste Sachen machen. Das Ganze ist einfach anzuwenden mit einfachen Kommandos und es gibt dazu Guides in jeder App, also eine Anweisung, wie man tatsächlich die einzelnen Apps in diesem Jailbreak wohl nutzt. Wenn man mal schaut, hier unten ist dann weiter erklärt, wie das Ganze funktioniert. Man lädt es wohl von dieser Seite runter und man braucht den Pangu 8 Store und den kann man da unten runterladen.
Wir schauen uns das Ganze dann mal tatsächlich mal auf dem iPhone an, wie das auch ausschaut, aber wir bleiben jetzt nochmal hier schnell auf der normalen Seite. Genau, also wir müssen uns dann irgendwie über den Pango Store runterladen und da gibt es wohl dann irgendwie einen Button, wo wir den installieren können. Was hier noch angepriesen wird, ist, dass das Ganze verschiedene iOS-Versionen unterstützt. Wir haben hier runter bis iOS 16, iPhone 15, 14 ist genannt. Und das Ganze kann auch auf dem iPad installiert werden. Was mich etwas wundert ist, dass als Packet Manager CDLite oder CileoLite genannt werden. Einige Features sind mit diesen Paketmanagern nicht möglich. Ja, Lite. Was das Lite bedeutet, wir schauen es uns gleich an. Wir kommen da noch drauf. Ja. Die zweite Möglichkeit ist dieser Ironly Repo Extractor. Wird das ganz neu angepriesen hier. Ja, es ist ein Repo Extractor. Es arbeitet perfekt unter iOS 18. Alle Geräte. Und man kann hier eine breite Palette von Apps und Tweaks installieren. Der Installationsprozess ist einfach und schnell. Und man kann es genauso über Pango, über diese Pango Store App wieder runterladen. Ich bin gespannt. Das dritte, was wir uns jetzt hier noch anschauen, ist die Uncover Black Edition. Es wird als eine andere iOS 18 Jailbreak-Lösung angeboten. Anders? Naja, schauen wir mal. Es ist eine echte Alternative zum Uncover Semi-Untethered Jailbreak-Tool, welches natürlich nur bis zu iOS 14 funktioniert. iOS 14 war die letzte Sicherheitslücke, die Uncover ausgenutzt hat. Seitdem nichts mehr. Und das soll jetzt eine echte Alternative sein. Okay. Wie funktioniert Uncover Black? Man lädt es wieder von diesem Pango Store runter. Tippt den Installationsbutton und der Uncover Black Installationsprozess ist auch wieder sehr glatt und es ist nicht so schwer wie bei dem richtigen Uncover Semi-Tethered Jailbreak. Warum ist es so unkompliziert? Ja, dann werden hier noch mehrere andere Jailbreaks angeboten. Nipzu Online Jailbreak, auch brandneu. Was gibt es denn hier noch? Leakbreak. Eine Jailbreak-Alternative. Das hört ja gar nicht mehr auf. Und andere Jailbreak-Lösungen. Was gibt's da? Checkrain Mirror. Klingt wie Checkrain. Gerade anders. Besser? Ich weiß es nicht. Cowabunga Lite. Über den Computer. Cowabunga Online. Misaka X. Customation Tool, Cileo Repo Extractor. Ja, Repo Extractor, schon wieder diese Begrifflichkeit, aber wir kommen noch drauf, was das ist. Ich erkläre es euch. Ja, also unter iOS 18 eigentlich das neueste und sicherste und aktuellste iOS, so eine Menge an Jailbreak Tools. Ich bin echt fasziniert. Oder sollte mich das eher wundern oder nachdenklich machen? Wir werden es sehen. Wir schauen nochmal eine andere iOS-Version an, iOS 17. Und da schauen wir mal, was sich da unterscheidet. Wir haben jetzt hier Selenium Jailbreak Repo Extractor. Ja, wieder ein Repo Extractor. Der am meisten runtergeladene Jailbreak Extractor für iOS 17 wird hier beworben. Palerain Jailbreak. Ja. Palerain wird hier als nicht so einfach dargestellt, weil man das nicht mit der Pango 8 App runterladen kann. Man muss es separat runterladen und es ist einfach nicht ganz so einfach. Der Hintergrund ist,
Polarain ist natürlich ein echter Jailbreak und nichts wie diese anderen Repo-Extractor oder andere Jailbreak-Lösungen, die hier angeboten werden. Worin der Unterschied besteht, werden wir wahrscheinlich sehen, sobald wir uns die Pango 8 App runtergeladen haben. Redenza wird hier wieder angeboten, CheckRain Mirror wird hier auch als alternative CheckRain-Methode angeboten, die wesentlich einfacher sein soll als wie das echte Checkmate. Uncover Black Edition, die kennen wir bereits. Xeon Jailbreak, KFD Jailbreak, App Installer, Fugu 17 ist ein Online Virtual Jailbreak Tool, ein virtueller Jailbreak. Klingt ja vielversprechend. Polarain Virtual. Okay. Dopamin 17 Online. Tijong Juni Jailbreak. Geode Virtual. Auch wieder eine virtuelle Jailbreak-Solution. Ja. Ich glaube, wir lassen das mal und wir schauen uns einfach mal an, was dieses Tool von Pango 8 uns hier liefert. Wir schauen einfach mal aufs iPhone und installieren einfach mal das Tool. Let's go. Ja, ich habe jetzt hier mal die Seite von Pango 8 geöffnet. Ich bestätige mal hier die Cookie-Einwilligung und da sind wir schon auf der Startseite. Hier auf der Seite wird uns gleich der Download-Button präsentiert. Das ist im Prinzip genau die gleiche, die wir vorhin auf dem Rechner angeschaut haben. Hier auch wieder die Übersicht von den Geräten und von den iOS-Versionen, wo wir uns einen Überblick verschaffen können. Und da ist der Download vom Pango Store. Wir landen jetzt hier auf einer neuen Seite. Der weist uns jetzt hin, wenn wir den Download-Button drücken, dass wir ein Zertifikat unter die Einstellung installieren müssen. Das sagt uns auch hier gleich, dass ein Konfigurationsprofil zu laden ist und wir lassen das Ganze mal zu. Der hat jetzt das Profil geladen und wir müssen das Ganze jetzt auch in den Einstellungen aktivieren. Wenn wir in den Geräteeinstellungen sind, sehen wir unter VPN und Geräteverwaltung das Pango 8 Profil und wir werden dieses Profil jetzt installieren. Nachdem ich mein Passcode eingegeben habe, klicke ich auf Installieren. Und das Profil ist installiert. Was uns hier auffällt, ist, dass dieses Profil einen Webclip installiert hat. Webclips sind nichts anderes als wie Lesezeichen zu einer Internetseite. Das heißt, wir haben hier uns eigentlich keine App installiert, sondern eigentlich ist das lediglich ein Link zu einer Internetseite. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ich bestätige die Profilinstallation und wir sehen jetzt auch hier, dass dieses Konfigurationsprofil zu dem Webclip ordnungsgemäß installiert ist. Wir wechseln mal in die Pango 8 App. Da haben wir sie auch schon. Und wir sind in diesem Pango 8 Pro App Manager. So, da wollen wir uns jetzt den Redenza Jailbreak installieren, den wir auch vorhin schon gesehen haben. Okay, das ist eine sehr einfache Jailbreak App mit Tweaks, Themes, mit iTerminal. Und ich gehe auf Download. Hoppala, die App ist nur in der Premium-Version zugänglich. 10 Dollar, 12 Dollar, 15 Dollar, 20 Dollar. Ah, okay, ich muss jetzt hier erst was spenden. Und dann kann ich mir das runterladen. Nee. Okay, probieren wir mal eine andere Lösung. Ich gehe mal zurück. Probieren wir halt einfach das nächste aus. Okay. Das ist dieser Repo-Extractor. Und dann nehmen wir halt einfach den. Das gleiche. Uncover Black, also Uncover hat ja auch einen Namen. Uncover Black scheint das gleiche zu sein. Schauen wir einfach mal. Alles dasselbe. Tja, wir brauchen an der Stelle eigentlich nicht weitermachen, weil das, was ich euch jetzt versucht habe, so ein bisschen schonend hinzuführen ist, alles, was wir hier an Jailbreak-Lösung bekommen, ist absoluter Fake. Jeder möchte euch hier nur Geld aus die Taschen ziehen, denn wie ich es auch schon eingangs gesagt habe, seit iOS 14 hat es keinen echten Jailbreak mehr gegeben. Ich möchte
nicht den Checkmate-Jailbreak außer Acht lassen, weil der basiert natürlich auf einer Schwachstelle in einem Hardware-Stück in den Geräten. Den werden wir uns in einem der nächsten Videos wirklich tatsächlich anschauen, weil das ist eigentlich der einzigste, der in letzter Zeit wirklich gut funktioniert hat. Aber dazwischen, seit iOS 14, da hatten wir mit Uncover den letzten guten Jailbreak, gab es tatsächlich nichts mehr. In der Sicherheitscommunity war es so, dass einige Entwickler von Jailbreaks sich Apple angeschlossen haben. Ich will nicht sagen, ob die aufgekauft worden sind oder ob die gute Angebote bekommen haben, einfach und haben gesagt, okay, dann tun wir unsere Sicherheitslücken direkt Apple zur Verfügung stellen, wir verdienen davon was. Oder dass einfach der Gedanke war, ja, wir partizipieren dadurch alle an einem noch sicheren Betriebssystem. Das kann ich so nicht sagen. Auf jeden Fall merkt ihr selber, dass die Updates bei Apple sehr, sehr zeitnah kommen und oft in sehr kurzen Zyklen. Weil wenn Sicherheitslücken bekannt werden, die auch dazu ausgenutzt werden können, ein Gerät theoretisch jailzubreaken, weil damit zum Beispiel Code mit Systemrechten ausgeführt werden kann, dann ist Apple bestrebt, diese Sicherheitslücken super schnell zu schließen, damit eben nichts passieren kann. Das ist für uns alle ein Vorteil, für die, die natürlich einen Jailbreak haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, die dahinter stehen. Es ist natürlich schwierig. Mittlerweile ist es auch so, dass Apple sehr viele Features, die wie früher nur in Jailbreaks möglich waren, mittlerweile ins normale Angebot vom iOS-System aufgenommen haben. Viele haben es auch etwas kritischer gesehen. Viele haben gesagt, Apple hat einfach die Jailbreak-Community-Ideen kopiert und ins eigene Betriebssystem übernommen. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die da damit recht haben, aber es ist natürlich so, dass viele Funktionen, die früher ein Jailbreak geboten hat, mittlerweile in Apps oder in iOS direkt schon zur Verfügung stehen. Sei es irgendwelche Icons einfärben oder Teams oder den Homescreen oder den Lockscreen anpassen. Das, was früher nur aufwendig mit Jailbreak-Lösungen ging, ist heute mehr oder weniger Standard. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Seid ihr auch schon mal darauf eingefallen, auf so ein Virtual Jailbreak oder auf so einen Repo-Extractor und dachtet, ihr hättet hier wirklich einen echten Jailbreak am Start? Dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich bin da auf eure Erfahrungen gespannt. Ja, leider sind die ganzen Jailbreak-Tools, die wir hier auf der Seite gesehen haben, alles fake. Es wird einen hier versucht, mittels irgendwelcher Pro-Versionen auf, naja, Spendenbasis Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenn wir Repo-Extractor lesen oder Jailbreak Lite oder Virtual Jailbreak oder andere Begrifflichkeiten, könnt ihr euch sicher sein, dass es sich immer um einen Fake handelt. Denn es werden hier höchstens maximal irgendwelche raubkopierten, getweakten Apps über eine Art Sideloading zur Verfügung gestellt. Das hat alles nichts mit einem richtigen Jailbreak zu tun, bei dem ihr Systemrechte auf eurem Gerät erlangt. Das Einzigste, was wir ganz zwischendrin gesehen haben, war Palerain. Mit Palerain werden wir in einem der nächsten Videos tatsächlich einen Jailbreak auf einem entsprechenden Gerät, das diesen Bootrom-Exploit noch unterstützt, installieren. Das sind jedoch leider nicht die neuesten Geräte. Seid ihr im Besitz eines aktuellen Gerätes, schaut es mit Jailbreak-Lösungen wirklich schlecht aus. Ich möchte euch damit nicht die Freude verderben, aber es ist nun mal die Realität. Wenn euch das Video gefallen hat, bleibt mir nur noch zu sagen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bleibt dran, wir sehen uns im nächsten Video.